Hallo, mein Name ist Ursula Busch. Ich bin die Vorsitzende der SPD-Fraktion in Römer. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mit verschiedenen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aus der SPD-Fraktion, aber auch aus der Stadtregierung gesprochen, über verschiedene Themen, die wichtig sind für unsere Stadt und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Da ging es neben vielen Themen beispielsweise um bezahlbare Wohnungen, um Kultur, um den Sport oder auch um ein autofreies Mainufer. Im nachfolgenden Clip werden Sie einen Ausschnitt zu einem dieser Themen sehen. Gesamtvideos sind immer auch auf unserer Website www.spdimrömer.de zu finden. Ja, wir befinden uns hier vor dem Kaiserdom St. Bartholomäus. Der Kaiserdom erinnert daran, dass es innerhalb der Religionen und zwar innerhalb des Christentums jahrhundertelang Konflikte gab. Die wenigsten wissen, dass dieses Gotteshaus früher abwechselnd evangelisch und katholisch geführt wurde. Es war ein ständiges Hin und Her innerhalb der ein und derselben Religion, dem Christentum. Eines der grausamsten Beispiele für den Kampf innerhalb des Christentums ist der Dreißigjährige Krieg, in den 30 Jahre lang Katholiken gegen Protestanten gekämpft haben. Wusstet ihr, dass die 1849 geschlossene Ehe zwischen dem bekannten Frankfurter Friedrich Stolze und Marie Messenzehl übrigens die erste sogenannte Mischehe in Frankfurt war, mit dem Segen der evangelischen Kirche? Heutzutage scheinen diese Machtkämpfe innerhalb des Christentums immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Der Fokus der Streitigkeiten liegt nun nicht mehr innerhalb einer Religion, sondern vielmehr zwischen den verschiedenen Religionen. Neben mir steht der Stadtdekan Dr. Johannes zu Elz. Wie sehen Sie die Problematik der noch immer andauernden Konflikte zwischen den unterschiedlichen Religionen? Und das, obwohl es bei den meisten Religionen doch nur einen Gott und Urvater gibt. Das Problem sind ja nicht Konflikte zwischen Menschen mit unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen. Die sind okay, die liegen in der Natur der Sache und man soll sie nicht verhindern wollen. Schlimm wird's, wenn die Gegensätze in Widersprüche umschlagen. Wenn ich dem anderen, weil er religiös anders ist als ich, den Platz in der Gesellschaft bestreite oder die Menschenwürde abspreche oder gar das Recht auf Leben und dann noch meine, dass ich Gott damit einen Dienst erweise. Und das passiert regelmäßig, wenn Gruppen für ihre weltlichen Interessen die Religionen kapern und sie in ihre Richtung lenken. Man hört oft, das gäbe es nur bei monotheistischen Religionen mit ihrem unduldsamen Wahrheitsanspruch, also bei Religionen, wo man an einen Gott glaubt. Aber das stimmt nicht. Schauen Sie nur mal nach Indien oder nach Sri Lanka. Das ist ein universelles Problem und es ist überall Missbrauch der Religion. Und überall muss man dem widersprechen und dagegen eintreten. Neben Streitigkeiten zwischen verschiedenen Religionen gibt es auch innerhalb des Christentums und besonders innerhalb der katholischen Kirche Themen, die stark diskutiert werden. Zum Beispiel Menschen, die nicht nach dem klassischen Schema Vater, Mutter, Kind leben und lieben. Wie kommt es, dass Sie eine so liberale Haltung zu diesen Themen haben und sich dabei durchaus von anderen kirchlichen Vertretern abheben? Vielen Dank für das Kompliment, aber ich würde für mich eine liberale Haltung nicht in Anspruch nehmen. Meine Haltung ist, glaube ich, von der Großstadt geprägt und von meinen Tätigkeiten dort. Ich bin 2006 nach Wiesbaden gekommen und 2010 nach Frankfurt. Und städtische Gesellschaften, die haben ihre Besonderheiten und wenn ich hier etwas bewirken möchte, dann muss ich die verstehen und beherzigen. Und meine Tätigkeiten färben auf mich ab. Ich habe seit 25 Jahren Leitungsämter. Da gehört der pflegliche Umgang mit Diversität einfach zum Einmaleins. Wenn Sie dort alles über einen Leisten schlagen wollen, dann können Sie nicht leiden. Und biblisch orientierte Seelsorge. Ich glaube, die wirkt am tiefsten. Jovare animas, hat der heilige Ignatius gesagt. Auf Deutsch, den Seelen helfen. Also was mir zu helfen scheint, wem auch immer, das sage ich, das tue ich. Und was schadet, das lasse ich.